Nächste Woche fährt der Castor ins Wendland. 11 Castoren werden dort in Gorleben im Zwischenlager eingelagert. Und wir sagen, nein, wir wollen keine weiteren Castoren in Gorleben. Ich demonstriere hier, weil ich die Überschreitung der Grenzwerte als nicht verantwortlich ansehe. Und ich denke, dass da wieder gemauschelt wird von Seiten der Politik und an diesen Grenzwerten halt herumgedreht wird. Wir bleiben hier! Blockieren. Wir üben schon mal für Gorleben nächste Woche. Wir wollen kein Atomkraft mehr haben. Deswegen sind wir hier auf der Straße, damit unsere Kinder eine bessere Zukunft haben. Ja, wir haben heute unseren 8. Tourstopp schon hier in Hamburg. 300 Menschen sind gekommen und blockieren hier gemeinsam unseren Castor-Transport. Die Stimmung ist super, die Leute machen überall ordentlich mit und blockieren und sind kreativ. Wir sind sehr zufrieden, wie die Tour läuft. Jetzt müssen wir dafür sorgen, dass mit dem Atommüll verantwortlich umgegangen wird. Jetzt muss endlich die Bundesregierung auf Gorleben als Endlager verzichten und verantwortungsvoll mit dem Atommüllproblem umgehen. Ja, besonders wichtig, nach Gorleben zu fahren und zu demonstrieren, um der Bundesrepublik zu zeigen, dass der komplette Ausstieg auch gemacht werden muss. Nicht nur dieser Pseudo-Ausstieg, sondern die Atomkraftwerke müssen alle abgeschafft werden. Man muss einfach seine Wut gegenüber dieser Regierung zeigen, damit auch von Merkel klar wird, dass die Bürger nicht mit einverstanden sind, was sie mit ihrer Politik macht.